Ich habe 2015 gesagt, wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Ich habe 2020 angesichts vom Lockdown gesagt, wenn die Regierung das Volk einsperren will, dann muss das Volk die Regierung einsperren. Und ich sage jetzt angesichts von galoppierendem Gender- und Transenwahn, wenn sich die Regierung nur um die Wärmsten der Warmen kümmert, dann müssen wir uns um die Ärmsten der Armen kümmern, unsere deutschen Mitleid.